aufgepasst und zugefasst. Den Ford Focus mit 0% finanzieren. Jetzt in Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Fünfmal in und um München. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute, ja, es hat was Paradiesisches, wo wir heute uns befinden. Wir befinden uns nämlich bei einem Künstler, Wolfgang Flaatz, den Sie wahrscheinlich, wenn Sie die Kunstszene in München und in Deutschland und in der deutschsprachigen Gegend beobachten, dann ist er Ihnen schon längst aufgefallen. Herzlich willkommen, Herr Flaatz. Herzlich willkommen, danke. Das ist ja hier wirklich also ein nettes Stückchen Erde, was Sie gemacht haben. Wenn man Sie unter dem Begriff Künstler packt, dann kann man erstmal nichts falsch machen, gell? Im Grunde genommen nicht, nee. Das ist mein Beruf, meine Profession und habe auch eine fundamentale Ausbildung dazu. Aha. Also stimmt im Grunde genommen mit der Definition des Künstlers. Sie haben jetzt hier etwas aufgebaut in Obersendling, was viele Münchner aber noch gar nicht richtig kennen, weil das muss man ja erstmal finden. Wollen Sie Ihre Welt, die Sie hier geschaffen haben, allen Münchnern eigentlich ja, offenlegen oder wie ist das Konzept hier? Im Grunde genommen ja, weil ich der Meinung bin, Kunst muss öffentlich zugänglich sein. Es ist auch seit 2 Monaten so, dass einmal im Monat öffentliche Führungen gemacht werden. Mhm. Bis vielleicht alle Münchner gesehen haben, wird es lange dauern, weil die Führungen, obwohl ich nur mal 25 Leute pro Führung nehme, sind alle Führungen, die wir auch schon ausgebucht und etliche Sonderführungen. Aber das Ziel ist schon, und ich denke, dass es mich überleben wird, dass es dann vielleicht mal alle Münchner irgendwann gesehen haben, so wie der Andrang ist und das Bedürfnis, das ist enorm. Jetzt zeigen wir es Ihnen auf jeden Fall mal bei uns auf dem Fernsehkanal München TV. Also hier gibt es alles. Hier gibt es die Freiheitsstatue, hier gibt es Cadillacs, hier gibt es Hubschrauber. Gibt es ein Gesamtkonzept, unter das Sie dieses Projekt hier stellen? Ja, das ist nicht mein erster Garten, den ich gemacht habe. Mein erster Garten war 1991 für Siemens Führungszentrum in Feldafing. Das war ein 100.000 Quadratmeter Garten. Mhm. Ich habe noch ein paar andere Gärten entworfen und ich habe mich natürlich sehr intensiv und lange auch mit der Philosophie der Gartenarchitektur, der Gartenphilosophie, die ja ursprünglich mal immer das Abbild des Menschen war und ihren Ursprung in der Renaissance hatte, beschäftigt. Und natürlich finden sich auch in dem Garten oder in allen Gärten, die ich bisher entworfen, geplant und realisiert hatte, immer 3 Grundelemente, die auch in der Renaissance zu finden sind. Das ist zunächst mal immer die Bepflanzung des Gartens. Dann ist es das Wegesystem. Und als drittes ist es die Möblierung, sprich Pavillons. Bei Ihrem Garten haben Sie natürlich noch ein riesiges Plus, das ist der Blick. Also hier an einem Tag wie heute erschließen sich die Alpen von der Schweiz über Österreich bis zu den deutschen Alpen. Da möchte man hier gar nicht weg, oder? Nee, nicht wirklich. Nee. Und dann ist es ja auch so wie in jedem bedeutenden Garten, französischen, englischen, ja auch immer das Belvedere ist. Also der Ausblick, wo du sozusagen über die Stadt siehst, wenn man den englischen Garten in München nimmt, ist der Monopterus, ja, der extra angelegt wurde, der Hügel, um in die Stadt und über die Stadt zu sehen. Aber ich wüsste eigentlich in München nur wenige Punkte, die mit Ihrer Aussicht hier konkurrieren können. Also da gibt es nicht viel. Es gibt zwar das eine oder andere noch, aber nicht in dieser Größe. Ein so großer Garten auf dem Dach in München, das gibt es nur bei Ihnen. Das gibt's nur da. Das habe ich auch lange vorgeplant. Und wie lange haben Sie denn gearbeitet, bis das so steht, wie es jetzt hier präsentiert wird? Entworfen und geplant habe ich in 2008 und realisiert habe ich das Wesentliche eigentlich letztes Jahr in 3 Monaten. Also dann ist es noch gar nicht richtig ein Jahr alt, oder? Nein, der ist noch kein Jahr alt. Der ist noch sehr jugendlich, nicht ganz jungfräulich, aber jugendlich. gut, also wir sind hier am höchsten Punkt. Herr Flaatz, was haben Sie sich gedacht? Was ist das hier? Warum steht das hier? Das ist eine Seilbahngondel, die nur ein einziges Mal gebaut wurde, und zwar von den Erfindern von Seilbahnen oder Sesselliften, das war Doppelmayr. Mhm. Und die haben das Teil für die Weltausstellung 2000
gebaut, das Einzelstück. Und ich habe eigentlich ganz genau für da oben eben den Ort des Belvederes, des Monopterusses, gesucht und habe die mal angeschrieben, ob sie nicht was hätten. Dann haben sie mir den übereignet. Der ist eigentlich mein Observatorium. Mit meinem Sohn schaue ich dann in der Nacht die Sterne an. Eine Seilbahngondel am höchsten Punkt macht irgendwie Sinn. Ja? Macht Sinn, ja. Gut, also jetzt sind wir auf dem höchsten Level und jetzt gehen wir. Auf wie vielen Ebenen spielt sich Ihr Garten eigentlich ab? Der Dachgarten ist 3200 Quadratmeter groß und spielt sich auf 3 Ebenen ab. Dann gehen wir jetzt mal auf die 2. Ebene. So machen wir's. Hier ist ein riesiger Hubschrauber. Im Moment ist es ziemlich windig. Haben Sie nicht Angst, dass Ihnen das ganze Ding irgendwann mal runterkracht? Nee, alles, was da hier oben installiert ist, ist Windstärke 12. Belastbar ist auch statisch alles geprüft. Das wäre ja unverantwortlich, wenn es anders wäre. So auch der Hubschrauber, der früher mal ein Kampfgerät war von der deutschen Bundeswehr, den ich umfunktioniert habe in dreierlei Funktionen. Einerseits ist eine kleine Bar, andererseits ist es vielleicht der größte Wetterhahn Münchens und als drittes der Heckrotor, der betreibt ein Windkraftwerk. Also er produziert Strom für sich selbst und wie es in der DDR so schön mal hieß, Schwerter zu Pflugscharen. Ich wollte gerade sagen, Sie haben diesen Hubschrauber pazifiziert von Pazifismus. Exakt. Den können Sie drehen, oder? Ja, der dreht sich natürlich. Ah. Richtig stark. Und da drin ist eine Bar. Da drin ist eine Bar. Da können wir jetzt. Also man kann sich reinsetzen, aber er dreht sich natürlich jetzt von selbst sofort. Ja. Weil er sich wieder in den Wind dreht. Zeigen Sie uns doch mal die Bar. Ich halte ihn fest. Okay. Da ist der Bartisch. Und da hinten ist die Kühlanlage. Und von hinten kann man auch füttern. Und er dreht sich natürlich in den Wind und man kann da perfekt hier hinten sitzen. Und mit wem haben Sie da schon mal ein Bierchen getrunken? Ja, mit ein paar Freunden. Also das ist eher sehr privat, weil das möchte ich nicht öffentlich zugänglich machen. A, ist es zu gefährlich, weil auf der anderen Seite, aufgrund, dass es sich dreht, offen ist. Ja, aha. Also, ich meine, wie haben Sie den hier hochgekriegt? Das ist ja auch nochmal eine interessante. Der ist mit dem Hubschrauber hochgekommen. Also, ein Hubschrauber hat seinen Kollegen hochgebracht. Und hat ihn dann hier abgesetzt. Ja, ich kann Ihnen dann ein Video dazu zeigen. Da gibt es ein Video dazu? Ja, da hat Ihre Kollegen aus der anderen Fraktion haben da schon einige Dinge dazu. Als es hier gelandet ist. Und dann haben wir da drüben eine Berghütte. Exakt, das sind, wie ich es schon gesagt habe, jeder Garten beinhaltet natürlich Pavillons. Ja. Und es gibt 4 Pavillons hier. Den Hubschrauber haben wir schon gesehen, an die Berghütte. Die Berghütte ist eine Reminiszenz auf meine Wurzeln oder aus meiner Herkunft. Ich bin Bergbauernkind. Aus Österreich? Aus Österreich, aus Vorarlberg und musste als Kind immer die Kühe hüten. Und natürlich war unsere Almhütte nicht in der Qualität, wir können gerne reinkommen, ja. War nicht in der Qualität und in dem Niveau. Das ist jetzt alles so, also gerade wenn man jetzt hier so sitzt, dann ist das so gemütlich. Und wenn man sich dann überlegt, dass Sie der Künstler sind und so ein bisschen was über Sie weiß, dann sind das doch irgendwie doch ziemlich harte Gegensätze, nicht? Also denn Sie sind ja ein harter Kerl eigentlich, der sich auf jeden Fall für die Umwelt sehr hart auch darstellt. Ja, das ist ein Bereich meiner Arbeit gewesen, aber mein künstlerischer Ansatz ist nicht im 20. Jahrhundert verhaftet, sondern der ist, wie ich es heute schon einmal gesagt habe, in der Renaissance eigentlich verhaftet. In der Renaissance ist das Gedankengut des Künstlers immer ein gesamtheitliches gewesen. Denken wir an Da Vinci, der von Brücken über Waffen, Bilder, Skulpturen, alles gemacht hat. Und das ist der Ansatz, der mich auch interessiert, eben mich nicht. Wie meinetwegen ein Künstler wie Roy Lichtenstein, der einmal im Leben eine Idee hatte und die so lange penetriert hat, indem er Blow-ups von Comics gemacht hat und dessen Leben lang
multipliziert habe, bis jeder kannte. Das ist etwas, was mich gelangweilt. Ich hätte mich umgebracht, wenn ich nur eine Idee ein Leben lang zu verfolgen hätte. Ich überlege mir gerade, Sie sitzen hier sozusagen in der Herrgottsecke mit Geweih über sich. Und auf der anderen Seite, vielleicht haben wir da auch noch mal ein Video, gibt es diese Bilder von Ihnen, wie Sie sich als Glocke zwischen zwei Metallwänden hin und her schlagen lassen. Also das sind schon Kontraste. Das ist richtig. Aber das Menschsein definiert sich ja zwischen Gewalt und der Bedürfnis, dem Bedürfnis nach Liebe, Harmonie. Und ein Künstler ist ein Mensch und natürlich habe ich auch das Bedürfnis nach Harmonie. Übrigens auch in den harten Kunstwerken. Ja. Die sind immer formal und ästhetisch so weit reduziert und so klar, dass man die Harmonie auch in so einem Werk, das vordergründig brutal erscheint, sehr klar lesen und erkennen kann. Aber wenn ich Sie da gesehen habe, wie Sie da wirklich gegen diese Metallwände geknallt sind, noch kopfüber, also Sie haben sich da an den Füßen aufgehängt, da habe ich schon mitgelitten. Da habe ich mir gedacht, Mensch, hat der Mann überhaupt keine Nerven? Ja, Nerven habe ich natürlich auch, wie jeder Mensch. Ich habe das Werk ja auch im Jahre 89, 90 in der Sowjetunion gemacht, als ich dort Gastprofessuren hatte und als erster Westkünstler dort ausgestellt wurde, auf Einladung von Raisa Gorbatschowa. Und es hat in die damalige Zeit, da hat ja der Umbruch stattgefunden, auch in Georgien war zu der Zeit auch Bürgerkrieg. Also es sind schon immer Reflexionen auf das, wo wir leben, wie wir leben und welche Form wir dem geben und welchen Umständen und Bedingungen wir ausgesetzt sind. Das ist das, was mich als Künstler immer interessiert hat. Und wo ist Ihre weiche Ecke? Also wenn wir jetzt mal dieses brutale, harte, wo Sie sich beinahe fast selber umbringen, besprochen haben, wo kann man bei Ihnen das Sanfte, das Weiche erkennen? Das findet man schon in dem Garten wieder, denke ich mal. Der ja auch eine Sehnsucht nach Harmonie und Bedürfnis zeigt. Man sieht es auch in der Hütte, dass da die Dinge stimmen. Mhm. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man aber auch die Brüche. Alle die kleinen Geweihe sind Krüppel. Da ist kein einziges Geweih dabei, das sozusagen gesund oder normal aufgewachsen ist. Und die wurden halt rausgeschossen, damit sie sich nicht vermehren. Wir müssen weiter, sonst kriegen wir das alles gar nicht in die Sendung rein, weil es hier wirklich also so viel zu gucken gibt. Bei einem Künstler sagt man ja auch immer, dass das, was er macht, und das haben Sie ja eigentlich eben auch selber gesagt, sehr viel auch mit Ihrem eigenen Leben zu tun hat. Und wenn man dann also mal so ein bisschen ganz früh anfängt, Kindheit, also Sie haben gesagt, Sie haben Schafe, nee, oder in den Bergen haben Sie was, Kühe gehütet? Kühe gehütet und ich hatte auch, eigentlich muss ich sagen, eine extreme Kindheit. Also Kindheit war nicht einfach, müssen Sie kurz mal erzählen, damit man das ein bisschen besser versteht, was Sie hier alles umsetzen. Ja, mein Vater war Arbeiter, das ist auch eine kleine... Ein kleines Andenken an ihn, genau, Workers Family. Mein Vater war Eisenbahner und ich denke, durch die psychischen Kriegsschädigungen war sein Erziehungsmodell Zuckerbrot und Peitsche. Das hieß, wenn du funktionierst, ging es glatt, wenn du nicht funktionierst, gab es Prügel. Also körperlich haben Sie eines abgekriegt von Ihrem Vater? Jawohl, und ich habe in meiner Kindheit auch sehr viel Gewalt gesehen, erfahren und beobachtet, und ich denke, dass das am Anfang meiner Karriere auch einer der Gründe war, warum ich mich mit Gewalt und Kriminalität und den Abgründen des Menschseins im Wesen beschäftigt habe und den Körper also in den Mittelpunkt gestellt. Was haben Sie da gelernt oder was ist Ihr Fazit aus diesem intensiven sich Beschäftigen mit Gewalt, Kriminalität, körperlichem Schmerz? Ja, es ist jetzt eine Plattitüde, was ich sage, dass Gewalt aber nie ein Mittel ist, zu kommunizieren. Es ist zwar auch, wie hieß es ganz schön mal, die Verlängerung der Politik ist der Krieg. Aber ich denke, dass das keine Lösungen sind. Auch Gewalt ist keine Lösung für keinerlei Art von Konflikt und dass es andere Kommunikationsformen zu finden hat. Also Sie haben völlig recht hier.
in Ihrem Garten. Na gut, da stehen ein paar Raketen drin. Okay, da muss man ein bisschen was dazu sagen. Ja, ja. Insgesamt sind auf dem Garten 23 Skulpturen aus den letzten 35 Jahren versammelt. Zum Beispiel das Schachspiel, das wir da sehen, ist eine Arbeit, die ich 2004 im Kosovo, also in Lubin, gemacht habe. Und ich habe da auf Einladung des Museums ihnen vorgeschlagen, größten Platz in Lublin ein Schachfeld aufzubauen, ja, ein Schachfeld zu legen. Und die Figuren sind Kriegswaffen. Also die ganze Geschichte der Marschflugkörper. Der Marsch. Und das sind Schachfiguren mit? Das sind die Schachfiguren. Und wer sich mit Schach je beschäftigt hat, der erkennt sehr schnell, dass Schach immer ein Kriegsstrategiespiel war. Und auch selbst bei uns im Mittelalter erfunden haben sie ja die Araber und auch ging dann nach China und über Marco Polo wieder zurück nach Europa. Und wer sich die Schachfiguren anschaut, waren immer Könige, Ritter, Krieger und Bauern. Aha. Und die Übersetzung ins Heute ist naheliegend, dass man dann die Waffen unserer Zeit nimmt. Hier haben Sie natürlich ein sehr klares Statement formuliert, die drei Fs. Warum haben Sie das in dieser Zusammensetzung sich dort sozusagen aufs Haus geschrieben? Das ist eigentlich die älteste Arbeit, die sich in dem ganzen Ensemble befindet. Die habe ich 1981 gemacht in der Dependance der Staatsgalerie, außen auf ein historisches Gebäude, allerdings dort untereinander in den deutschen Farben. Das ist vielleicht für die damalige Zeit eine Zustandsbeschreibung gewesen. Vielleicht wird mehr Fernsehen geschaut als das rote F getan, denke ich mir. Aber das Fressen ist auch eins der Dinge, die, glaube ich, immer noch sehr gemocht oder notwendig sind. Aber das Witzige ist, das hat damals einen großen Skandal ausgelöst. Und später, kurz danach, wurde es die meistverkaufteste Postkarte Deutschlands. Aber Skandal ist schon mal nicht schlecht, nicht? Also als Künstler oder überhaupt als Kreativschaffender, weil man da dann natürlich auch Aufmerksamkeit bekommt. Ja, das kann man ja nicht produzieren, das kannst du nicht denken. Das wird mir ja seit Jahrzehnten unterstellt, dass ich ein Provokationskünstler sei. Das sind aber Dinge, die mich persönlich nie interessiert haben. Und erst in der Auseinandersetzung, als das Etikett nie von mir abgenommen wurde, oder vielleicht ist das auch gar nicht möglich, bin ich dann irgendwann dahinter gekommen, dass ich habe auch Kunstgeschichte studiert unter anderem, und in der Auseinandersetzung damit ist dann ganz klar geworden, dass jedes bedeutende Kunstwerk, jeder bedeutende Künstler in seiner Zeit irritiert, verstört und provoziert hat. Und um es ganz anders zu sagen, ein Kunstwerk lebt immer von drei Dingen. Vom Künstler, vom Kunstwerk und vom Betrachter. Ein Kunstwerk ohne Betrachter wäre gar nicht existent. Klar. Und in der Reflexion dessen, dass mir das immer die Provokation unterstellt wurde, bin ich dann irgendwann mal dahinter gekommen, weder bei mir war das intentional angelegt, noch im Kunstwerk, aber letztendlich hat sich immer der Betrachter durch das, was er gesehen hat, provoziert gefühlt und hat derartige Reaktionen rausgelassen. Jetzt hat man das Gefühl, dass Sie hier oben also sich im Grunde genommen total auch selbst verwirklicht haben. Sie haben ja von anderen Ausstellungen, die Sie früher gemacht haben, darf man hier so rübergehen? Ja, bitte. Ja? Haben Sie Sachen dann eben auch hier wieder ausgestellt? Jetzt frage ich mich natürlich, kann man damit Geld verdienen? Wie verdienen Sie Ihr Geld? Das verdiene ich als Künstler durch den Verkauf meiner Werke. Ja. Und ich bin ja niemand. Ich war dreimaliger Documenta-Teilnehmer. Das waren nicht viele, denke ich mal. Dreimal waren Sie auf der Documenta. Ja. Das ist toll. Und ab der zweiten Documenta hat es dann auch wirtschaftlich funktioniert, muss aber nach wie vor dazu sagen, die ersten 16 Jahre meiner Professionalität als Künstler hieß, obwohl ich da schon mit 26 die erste Documenta-Teilnahme hatte, war immer von Hand in den Mund zu leben. Das ist hart, man muss durchhalten, man muss überzeugt sein, dass das was Richtiges ist, was man tut.
Ja, ich meine, man kommt nicht zu Ihnen und nimmt ein Bild mit in der Größe. Ja? Also das ist ja, wenn man in Galerien geht und so, dann leuchtet dem normalen Betrachter ein, wie da jemand sein Geld verdient. Mit Provokationskunst, sind es die Performances, die Sie machen, wo Sie Geld für kriegen? Ja, da habe ich in der Regel früher nichts gekriegt. Das war sozusagen, wie man so sagt, für Ruhm und Ehre. Ja. Aber natürlich auch ein Statement innerhalb der Kunst. Ich denke auch, dass die Arbeiten Kunstgeschichte geschrieben haben. Es gibt vielleicht noch zwei auf der Welt, die in so einer Form extrem waren. Das ist Marina Abramović und Chris Burden. Mhm. Und jetzt, wenn ich so ein Stück mache, kriege ich natürlich schon dementsprechend. Aber jetzt kann ich mir das körperlich auch gar nicht mehr leisten. Ich gehöre nicht mehr zur Jugendgeneration. Ja. Aber es gibt natürlich Skulpturen, andere Werke von mir, die in Sammlungen, in den Galerien sind. Hier müssen wir einmal reingucken. Setzen wir uns auch einmal rein. Ja, gerne. Jetzt muss es ja auch jemand geben, der Ihnen das alles zur Verfügung stellt. Das ist ein großes Modehaus. Das ist laut Aussage des Unternehmens, ist hier mal der größte Herrenausstatter der Welt. Ja. Und der junge Hirmer, Christian Hirmer, sammelt schon seit 20 Jahren Arbeiten von mir. Und in dem Kontext, ich habe größere Dinge für ihn realisiert, auch architektonische Dinge, gehört ihm auch der ganze Komplex Kistlerhofstraße, wo ich die komplette Gestaltungskonzept entwickelt habe. Wenn man sich den Hirmer Junior anguckt, dann ist er jetzt ein echtes Kontrastprogramm zu der Erscheinung, wie Sie auftreten. Wie passt denn sowas zusammen, dass da einer, also im Anzug immer gut gekleidet, mit jemandem, den man ansieht, dass er auch körperlich arbeitet und im T-Shirt zusammen ein solches Projekt umsetzt? Ja, ich denke, ob Anzug oder mein Auftreten ist in Uniformen. Über die sind wir uns bewusst, die teilweise mit dem beruflichen Kontext zu tun haben. Andererseits habe ich aber gerade festgestellt, dass Menschen, die sehr eng gebunden sind in ihrem Berufsfeld, deswegen auch ein ganz bestimmtes Social Behavior haben müssen, ein ganz bestimmtes Auftreten, das zunächst mal konservativ erscheint, dass die oft sehr progressiv sind. Mein größter Sammler ist ein Schweizer, der sammelt seit 30 Jahren. Wenn Sie die Familie sehen würden, Sie würden es nicht glauben, in ihrem konservativen Erscheinungsbild. Aber gerade diese, ist mir aufgefallen, oder bei meinen Sammlern, die interessieren sich für ein Weltbild oder für eine Haltung eines Künstlers. Und das, was ich mache, hat ja im Wesentlichen auch mit Haltung zu tun. Diese, ich sag mal, unterstützend vertreten. Und vielleicht ist auch die Sehnsucht, etwas von dem, das sie nicht ausleben können, dass das durch einen Künstler oder durch jemand, der seine Dinge formal anders übersetzt, dass die Sehnsucht darin ausgelebt wird. Es ist sehr gemütlich hier, aber wir müssen weiter, sonst verpassen wir noch was. Okay. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Aufgepasst und zugefasst! Den Ford Focus mit 0% finanzieren. Jetzt in Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Fünfmal in und um München. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Also dieses hier, das sind ja Stiefmütterchen hier, oder? Mhm. Das hat ja nun schon, entschuldigen Sie, aber etwas Spießiges, ja? Exakt richtig. Aber wie ich Sie schon gesagt habe, Gärten haben ja Geschichte. Und die Geschichte beginnt in der Renaissance, als die Philosophie behauptet hat, der Mensch ist die Schöpfung der Krönung. Folgedessen richtig hat er gesagt, wenn er die Schöpfung der Krönung ist, kann er mit der Natur tun, was er will. Deswegen, wie man vorne auch sieht, eben die geschnittenen Bäume, in Form geschnittenen Bäume, die im Barockgarten sehr wichtig waren. Und da habe ich zwei Felder angelegt, die ganz klar einen Bezug zu ganz frühen Gärten, und zwar den klösterlichen Gärten, hatten. Einerseits immer das Kräuterbeet und das Blumenbeet. Aha. Die Kräuter war sozusagen um ihr Leben
in dementsprechende Form zu bringen. Und die Blumen waren immer die Aussage, dass Blumen, hey, geh raus, Herr Professor, dass Blumen etwas Natürliches sind, von Gott geschaffenes, die Schönheit transportieren. Und genau solche Dinge finden sich in dem Garten immer wieder. Ja. Zitate, Widersprüche, aber auch Dinge, die Harmonie bedeuten. Was ich auch schön finde, ist, Ihnen kann hier keiner reingucken. Ne? Also, nee, nicht so, wirklich. Also man müsste da drüben mit dem Fernglas schauen. Oh je, und jetzt gehen wir hier durch den Friedhof. Da wird es schon wieder traurig bei Ihnen. Ja, der Friedhof hat natürlich auch eine Geschichte. Ja. Wir können uns ja mal da herstellen. Der Friedhof ist ein original Mönchsfriedhof, der aus dem Kloster Thalbach in Bregenz gekommen, der aufgelassen wurde. Und wie Sie vielleicht wissen, gibt es seit 2009 in meiner Geburtsstadt ein öffentlich-rechtliches Museum. Und ich mache da eben auch, wie hier, einmal im Monat eine öffentliche Führung. Und da war immer eine Dame dabei und eines Tages eine Ältere und sagte, wir haben was für Sie, Sie sind Künstler, Sie machen was draus. Und dann sage ich, was? Und dann sagt sie zu mir, bei uns wird der Mönchsfriedhof aufgelassen und wir wollen nicht, dass Geschäfte damit betrieben wird. Gegen eine Spende ist mir da überlassen worden. Ah, ja. Und Mönche werden anonym beerdigt, darum sind alle Kreuze gleich. Ja. Mit Ausnahme der beiden, die ich nach vorne gestellt habe. Als ich den Friedhof damals gesehen habe, habe ich nachgefragt, warum es zwei Kreuze anders sind als alle anderen. Dann sagte mir die Dame, ihr Mann ist der Klostervater. Und in den 100 Jahren, so alt ist der Friedhof, sind 14 Mönche gestorben und zwei davon waren Äbte. Aha. Also sehen wir, dass wir vor Gott doch nicht alle gleich sind, weil der Korpus in die andere Richtung schaut und das individuelle Korpus ist im Gegensatz zu allen anderen normalen Mönchen. Sind Sie religiös? Ich bin natürlich, wie wir alle wahrscheinlich, in einem kulturellen Kontext aufgewachsen. Meiner war natürlich katholisch. Ja. Und ich denke, dem kulturellen Rucksack, den wir mitkriegen, der ethischen, der moralischen Vorstellung, den können wir nie entgehen. Geht's weiter nach dem Tod? Ich war gerade auf dem großen Seminar. Hier können Sie auf keinen Fall vorbeigehen. Das ist optisch so einladend. Das müssen wir, ja. Das müssen wir erklärt kriegen. Was ist das? Das ist wie in allen großen Gärten gibt es immer Rondelle oder Labyrinthe. Und das ist eben auch ein mystischer Platz, der heißt Rat der 10 Weisen. Und es ist wirklich so, wenn 2, 3 Leute innen auf dem Ding sitzen. Also da soll man hier auf den Baumstämmen sitzen. So ist es. In der Mitte brennt das Feuer. Dann hat man auch gleich ziemlich bald, am Abend speziell, das Gefühl, in einem mythischen Raum zu sitzen. Der Bodenbelag ist Murano-Bruchglas. Oh, hier kann man tolle Sachen veranstalten. Hier könnte man zum Beispiel Teile des Münchner Stadtrats hinsetzen, die sich Gedanken darüber machen, wie schaffen wir es, dass der Verkehr besser fließt in München. Oder? Sie sprechen mir das Wort, an solche Dinge habe ich auch gedacht. Oder ein Vorstand von einem großen Unternehmen wie BMW können da die hier mal sitzen unter mal bestimmten Ebenen konzentrierte Sitzungen halten. Ja, das finde ich durchaus gut. Also nicht abhörbar, nicht einsehbar. Ja, da kommen vielleicht gute Gedanken bei raus. Also da möchte man gar nicht aufstehen. Da drüben haben Sie noch so ein nettes Eckchen. Das ist, das ist wieder ein Zitat an den klassischen antiken Garten. Also der kleine Rosenpavillon. Die Rosen sind ja nicht groß, die werden im Laufe der Zeit dann wachsen. Die ganze Vegetation hier ist eigentlich Bergwiese, weil nichts anderes geht aufgrund der klimatischen Bedingungen. Die Sonne brennt runter, die Windverhältnisse sind ganz andere. Mhm. Also es ist die einzige Vegetation, die hält. Ich würde ja, verstehen Sie sich eigentlich auch als Kunstobjekt? Weil wenn ich Sie anschaue, dann haben Sie natürlich auch Tätowierungen auf Ihrem Arm und tragen eine massive Kette. Können wir über Ihre Tätowierungen sprechen? Kein Problem. Was haben Sie da drauf? Wie ich eh schon gesagt habe, unter dem Ursprung meines künstlerischen Schaffens oder Werkes war immer der Körper. Mhm. Der Körper ganz naheliegend. Der Körper war die erste Leinwand. Noch lange bevor es Höhlenmalerei gab, haben sich die Menschen bemalt, später tätowiert. Und erst später kamen dann andere Bildträger wie eben die Wand, die Leinwand.
früher war es Fresko. Die Tätowierungen sind relativ klar. Ich bin teilweise im ganzen Körper tätowiert, aber wie Adorno so schön gesagt hat, nichts ist ohne Grund. Ist auch da nichts ohne Grund. Also den Barcode habe ich 1976, als die ersten Artikelbarcodes rauskamen, tätowiert. Dann Mut tut gut. Dazu braucht man nicht allzu viel sagen. Das ist eine Erfindung von mir. Auch hier Dum Spiro Spero. Das ist der Lateiner. Exakt. Was nichts anderes heißt als solange ich atme, hoffe ich. Oh, aber dann haben Sie hier so cartoonmäßig Norton. Mein Sohn heißt Norton und als er 3 war, hat er das mit dem Filzstift mal geschrieben. Dann habe ich mir das drauf getätowiert und das war auch sein erstes Selbstporträt. Also das hat er mit dem Bleistift, also mit dem Bleistift so drauf. Ist es, so ist und das es. Haben Sie eintätowiert. Und hier eben auch wieder ganz klare Bezüge in Morte Vita, im Tode wirst du leben und dann nichts ist ohne Grund. Dann wissen wir, aber dann haben Sie. Dann gibt es da noch 2, die sind auch nicht uninteressant, worin ich denke, worum es im Leben geht. Give and take, nehmen und geben. Und dann haben Sie natürlich bombastische Ringe auf den Fingern. Ja, das hat damit zu tun, dass bevor ich studiert habe, habe ich Goldschmied gelernt und da war ich äußerst talentiert. Das hat mir durch ein Begabtenstipendium dann meine späteren Studien ermöglicht. Jetzt haben wir hier einen super Straßenkreuzer. Da gehen wir mal rein. Auch wunderbar. Diese Sitzgelegenheiten hier überall, die machen natürlich viel Spaß. Das ist ein Pavillon, das ist ein Cadillac. Eldorado, machen wir mal die Fenster auf, es funktioniert ja da alles. Man kann ja gut reinfilmen. Sehr schön. Und das war mal das Lenkrad. Das ist jetzt ein Tisch. Und Cadillac Eldorado, das war der erste, den die Amerikaner gebaut haben. Den habe ich in Autofriedhof in Texas, in Austin gefunden. Und ich habe ihn auch gewählt, dann rübergenommen und ausgebaut. Das war genau der Typ, den Elvis Presley und Marilyn Monroe gefahren haben zu ihrer Zeit. Und er war 30 Jahre im Autofriedhof. Außen habe ich ihn nur klar lackiert und innen perfekt zu einer kleinen Bar umgestaltet. Aber auch Motorhaube und Kofferraum, können wir nachher reinschauen, sind auch perfekte Sitzgelegenheiten. Wie haben Sie den hier hochgekriegt? Der ist mit dem Autokran hochgekommen. Mit dem Autokran? Aha. Ja gut, also da ist die bequemste Ecke wieder. Man saß ja auch so da. Man saß ja nicht an der Frontscheibe, sondern wenn, dann hinten. Und haben Sie das selber umgebaut hier? Na, das entwerfe ich und lasse ich machen. Ja, ja. Sehr gemütlich. Überall kann man gute Gespräche führen. Also ich würde dieses wirklich empfehlen als mal so ein Manager Wochenende bei Ihnen auf dem Dach. Da kann man, glaube ich, gute Ideen entwickeln. Überall da, wo Kreativität gefordert das ist. Das denke ich auch. Drum, wie heißt es so ganz schön in der Wirtschaft, werden die Querdenker immer wieder eingeladen. Und ich war jetzt gerade bei einer großen Tagung in Zürich. Bin letzte Woche da gewesen und da ging es genau um das. Und ich war als einziger Künstler geladen, sonst waren alle Wirtschaftsspitzen der Schweiz geladen und alle Hochschuldekane. Und das Thema war Risiko. Das sind Sie ja wohl in Ihrem Leben mehrmals eingegangen, oder? So ist es. Wann war es am riskantesten in Ihrem Leben? Ja, es gab witzigerweise nicht in der Kunst, obwohl ich sehr viele extreme Sachen gemacht habe. Von den 50 Performances, die ich vielleicht im Leben gemacht habe, waren 10 dabei, wo ich wusste, wenn etwas daneben geht, wird es das letzte sein. Aber meine gefährlichste Phase in meinem Leben. Hier ist das Bett. War witzigerweise das Motorradfahren. Da bin ich in den gefährlichsten Situationen im Leben. Aber sagen Sie noch mal kurz 2, 3 gefährliche Performances, die Sie gemacht haben, die also wirklich Ihr Leben auch gefährdet haben. Eine ganz frühe Arbeit war im Jahre 1979 auf einer Riesenausstellung, die hieß Europa 79. Das Werk bestand darin, dass ich nackt an der Wand stand, mit Ausnahme einer Spiegelsonnenbrille, sodass man mir nicht in die Augen sehen konnte. Und jeder Besucher hat beim Betreten des Raumes eine Karte gekriegt, auf der ein Wurfpfeil geklebt war, wo 4-sprachig drauf stand, sie erhalten 500 D-Mark in bar, wenn sie das Ziel treffen. Und jeder hat die Möglichkeit gehabt, auf mich
zu werfen. Oh. Und das Spiel ging so lange, bis der Erste getroffen hat, der dann auch die 500 gekriegt hat. Aber sie wie seinerseits Judas, die Silberlinge wieder in den Tempel geworfen hat, zurückgegeben hat, hat damals auch... Wo hat er sie getroffen? Er hat mich in der Brust getroffen. Der Pfeil ist auch gesteckt. Was wollten Sie mit der Performance aussagen? Ja, dass es im Leben eigentlich immer, oder sagen wir so, dass es Ebenen gibt, die unsere Moral, unsere Ethik, unsere Erkenntnisse überschreiten und dass die in der Masse ist plötzlich kulturelle Überformung weg. Und dass die Menschen auf andere schießen, ob das Belohnung oder aus anderen Motiven, ist es immer sekundär. Aber der hätte, sie auch, noch ganz woanders treffen können. Ich weiß es. Ich weiß mit, was ich da operiert und gespielt habe. Oi, oi, oi. Da ist wieder der Bezug. Dann hätten Sie eventuell diese Tätowierung auf Ihrem Innenarm nicht gehabt. So ist es, genau so ist es. Ja, wenn das schief gegangen wäre. Aha, aber hier, jetzt kommen wir nach Ägypten. Ja, da ist wieder der ganze, das ist ein Werk, da gehört der Triumphbogen dazu, aber auch das Nilfloß, ein Original Nilplätte, man erkennt es an den Beschlägen vorne und hinten. Ja. Und das Werk heißt der Fährmann. Aha. Und dann ist der Bezug, das sind ja auch die Totengötter der Ägypter, und dann ist der Bezug auch zum Friedhof wieder sehr, sehr nahe. Aha. Ja, Mensch, da haben wir jetzt hier fast alles. Was ist da oben? Kann man da hochgehen? Oh ja, zur Freiheitsstatue. Da habe ich natürlich eine ganz enge Beziehung zu. Habe 8 Jahre in New York gelebt. Ja, ich auch 2 Jahre. Sehen Sie? Dann darf man sich sowas auch hinstellen. Sehr gut. Aber die müssen Sie auch gut da oben verschraubt haben. Ja, wenn, ist alles hier darf nichts runterfallen, Herr Flatz. Nee, das wär könnte ich von mir selber nicht verantworten und vor niemanden. Also da ist alles wirklich Windstärke 12 gesichert. Haben wir noch eine extreme Performance von Ihnen zu erwarten? Lebensgefährlich? Haben Sie das noch? Ich meine, Sie sind jetzt auch über 60, sieht man Ihnen nicht unbedingt an. Aber Ihnen auch nicht. Also ich bin noch nicht über 60, ich hab noch ein paar Jahre. Kurz davor. Aber okay. Ist da noch was geplant oder nee, nicht mehr in der Richtung? Ich hatte vor 2 Jahren einen ganz schweren Unfall, wo ich bei Grün über die Straße ging als Fußgänger und niedergefahren wurde. Und wirklich sehr, sehr harte, lebensgefährliche Verletzungen hatte und durch. Das ist doch die Ironie in sich, oder? Da so machen Sie es. Lebensgefährliche da Sachen und gehen bei Grün über die Straße, machen alles richtig und da passiert es dann. Exakt, so ist es. Also da hat man ja das Gefühl, dass nee, und körperlich wird es nicht mehr möglich sein. Also ich denke nicht mehr, dass das. Ist dieser Park jetzt fertig oder? Ach, wissen Sie, wir müssen ja unbedingt noch mal reingehen. Da müssen wir auch noch mal ein Bild machen. Da gehen wir noch mal eben schnell rein. Herr Flatz, wenn man das jetzt sieht, durch Ihren Garten gegangen ist, dann erkennt man natürlich ganz viel wieder. Eben waren wir bei der Freiheitsstatue, dann haben wir uns den Helikopter angeguckt, die Schachfiguren haben wir uns angeschaut. Haben Sie jetzt eine Ecke, wo Sie sagen, den Friedhof haben wir uns angeschaut, der natürlich bei Schnee ganz anders dann wirkt, als wir ihn eben gesehen haben. Haben Sie eine Lieblingsecke? Ich muss gestehen, dass ich aufgrund dessen, dass ich mich immer permanent beschäftige, noch gar nicht dazu gekommen bin, ihn eigentlich zu genießen. Aha. Aber persönlich muss ich sagen, ist mir eigentlich die Almhütte oben, die mich an meine Kindheit erinnert, die liebste. Und das ist auch mein Denkereck, würde ich so sagen. Und sind Sie das hier? Das war genau, von dem ich vorher gesprochen habe, der Unfall vor 2 Jahren, als ich niedergefahren wurde. Und da sehen Sie alle Brüche, die ich hatte. Schulter, Becken, Knie. Ja, der hat Sie nicht gesehen, oder wie? Oder war er betrunken? Oder? Na, man weiß es nicht genau. 2 sind auf alle Fälle in der Kreuzung schon gestanden. Ist an der Maximilianstraße passiert. An der Maximilianstraße? Die ist durchgefahren und habe mich umgenietet. Voll. Oh yeah. Und dann haben wir hier auch gleich die ganzen Rollstühle und Dinge, die man versucht, so lang wie es geht, zu umgehen.
So ist es. In dem saß ich nach dem Unfall auch sehr lange. In dem saßen Sie sehr lange, ja. Und wie es eben so ist, ich kann die Dinge nicht belassen, wie sie sind. Darum habe ich dem auch eine künstlerische Form gegeben. Das war ja vorhin ganz funktionaler Invaliden-Krankenhausstuhl. Würden Sie alles noch mal genauso machen, wie Sie es in den letzten 60 Jahren gemacht haben? Nein, ich denke, dann wäre ich ja unfehlbar und es wäre Dummheit. Also so natürlich habe ich in meinem Leben auch Fehlentscheidungen getroffen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, wenn es da oben einen gibt, dann hat er es gut mit mir gemeint, weil er mir ein sehr reiches Leben geschenkt hat. Ja. Und das ist, glaube ich, von dem, wie ich präpositioniert war, nicht so einfach. Also so als Bergbauern, Arbeiterkind, Beruf bis zum Meister machen und 3 abgeschlossene Studien zu haben. Wenn ich das mit dem Kind planen würde, wird es wahrscheinlich nicht klappen. Also wer sich das hier oben angucken will, der muss sich über das Internet bei Ihnen anmelden. Mhm. Und pro Woche oder pro Monat nehmen Sie 2? Einmal im Monat. Einmal im Monat. Jeweils den ersten Montag. Und dann nur 20? 25. 25. Also da ist man schon, gehört man schon zu den Auserwählten, wenn man hier von Ihnen durchgeführt wird. Denn also lohnt tut es sich allemal. Also ich bin begeistert, kann man Ihnen nur gratulieren. Und herzlichen Dank, Herr Flatz, dass Sie uns hier durchgeführt haben. Ich danke für Ihr Kommen und dass es gutiert wird und dass es gesehen wird, ist ja auch wichtig. Klar. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Aufgepasst und zugefasst! Den Ford Focus mit 0% finanzieren. Jetzt in Ihrem Automobilforum Kuttendreier. 5-mal in und um München. Just Drive.